In Schritt 2 müssen Sie Ihre Katze vorsichtig an neue Objekte, Düfte und Geräusche gewöhnen. Durch das Lernen, sich bei einer Vielzahl neuer Dinge zu entspannen und positiv zu verhalten, akzeptiert Ihre Katze die Kammer mehr als neue Art und Weise, die zur Belohnung führt. Einige dieser neuen Dinge helfen dabei, Ihre Katze schrittweise und positiv gestimmt darauf vorzubereiten, Ihre Nase freiwillig in die Maske zu stecken. Führen Sie Ihre Katze in das Konzept ein, den Kopf in die Nähe und in Objekte zu legen, angefangen bei Objekten mit größeren Öffnungen bis hin zu kleineren Öffnungen, einschließlich der Maske. Die Maske wird zur Erleichterung des Trainings von innen nach außen eingeführt, was in Schritt 3 erforderlich ist. Durch unterschiedliche Formen, zunächst auch mit Anlocken, das heißt Platzieren des Essens im Objekt, können Sie Essen in eine weit geöffnete Schüssel oder einen Teller einführen, um dann zu größeren Pflanzentöpfen überzugehen, die geschlossener sind, um dann schrittweise in Richtung kleinerer Töpfe, Toilettenpapierrollen und schließlich der Maske im Schritt 3 Video ausführlicher behandelt, überzugehen. Wenn Sie die Basis von den kleineren Objekten vergrößern, wirken diese weniger geschlossen und somit weniger entmutigend für Ihre Katze und helfen bei der Futterlieferung. Katzen müssen sich auch mit den Geräuschen des Inhalators, der geschüttelt und freigesetzt wird, wohlfühlen. Bei Druck wird das Medikament mit einem Zischen freigesetzt, das Katzen natürlich erschrecken oder für sie sogar bedrohlich erscheinen kann. Da wir keine schlechten Eindrücke erzeugen möchten, nehmen Sie sich Zeit und sorgen Sie dafür, dass eine Vielzahl von Geräuschen, die denen des Inhalators ähneln, akzeptiert werden. Spielen Sie eine leise Aufnahme des Inhalator-Zischgeräusches ab, gefolgt von Essen. Sie sollten auf einer kaum hörbaren Ebene damit beginnen und sich langsam steigern. Erhöhen Sie schrittweise die Lautstärke und halten Sie nach jedem Geräusch an, um das Essen zu füttern. Wenn Ihre Katze entspannt ist und das Futter annimmt, drehen Sie vorsichtig das Volumen höher. Um das Selbstvertrauen zu steigern, können Sie auch gedämpfte Luftsprühdosen verwenden, die von Ihrer Katze etwas entfernt sind, um das Zischen zu simulieren, wobei jedes kurze Zischen das Futter vorhersagt. Schreiten Sie nach und nach vor, den Inhalator von Ihrer Katze wegzuschütteln und freizusetzen und geben Sie jedes Mal Futter dazu. Während des Trainings ist es wichtig, den Inhalator weit weg von Ihrer Katze freizusetzen, nicht nur um sie nicht zu erschrecken, sondern auch, dass Medikamente in die Luft gelangen. Wenn Sie sich Zeit nehmen und alles langsam aufbauen, wird sich Ihre Katze auf dieses ungewöhnliche Geräusch freuen, anstatt sich zu fürchten. Der Duft des Medikaments ist der empfindlichen Nase Ihrer Katze unbekannt und möglicherweise auch unangenehm, wenn es nicht sorgfältig eingeführt wird. Durch das Freisetzen von vielen milden und harmlosen Düften gepaart mit Futter können Sie Ihrer Katze helfen, neue Düfte als positive Erfahrung wahrzunehmen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Tierarzt, welche Düfte für Katzen unbedenklich sind. Wir haben Tee und Kaffee, einige Kräuter und Gewürze sowie einige sehr milde und abgeschwächte Produkte wie Körperlotion auf Küchentüchern verwendet. Platzieren Sie diese milden Düfte dort, wo Ihre Katze sie gerne und freiwillig erforschen will. Das Finden von Essen während der Erkundung führt zu positiven Ergebnissen und damit zu guten Assoziationen. Wenn Sie die einzelnen sensorischen Komponenten zusammenführen, mit denen Sie Ihre Katze auf Wohlbefinden trainiert haben, können Sie Ihre Katze besser auf die Realität vorbereiten. Beginnen Sie zum Beispiel erneut mit Ihrem Topf mit der größten Öffnung, aber platzieren Sie diesmal einen milden Duft auf der Rückseite. Verwenden Sie Futter, um zu Beginn anzulocken und belohnen Sie sie mit Leckereien, wenn sie den Kopf im Topf hält. Formen Sie das Verhalten durch die immer kleiner werdenden Objekte, die mit der Maske enden. Dieses Mal werden jedoch alle Objekte parfümiert. Nur wenn Ihre Katze sicher mit neuen Objekten, Geräuschen und Gerüchen interagiert, sollten Sie die vollständige Aerocat-Kammer heranführen. Tun Sie dies mit der Kammer von Ihrer Katze entfernt. Streuen Sie Futter um sie herum und ermöglichen Sie die freiwillige Erkundung. Verändern Sie dann die Kammer, öffnen und schließen Sie sie und setzen Sie das Medikament frei. Alle Aktionen gefolgt von Futter, damit sich Ihre Katze mit den Ereignissen und Geräuschen des zusammengebauten Aerocat wohlfühlt. Fügen Sie nach und nach alles zusammen. Das Schütteln des Inhalators, das Anbringen der Kammer, das Präsentieren Ihrer Katze, das freiwillige Annähern und das Belohnen am Ende der Sequenz. Sobald diese gemeistert sind, können Sie und Ihre Katze mit Schritt 3 fortfahren. Dies alles erfordert Übung, um sich darauf vorzubereiten. Nehmen Sie sich also Zeit für jede Phase. Eine gute Vermittlung der Bausteine garantiert die Dynamik und den Erfolg. In Schritt 3 bringen wir Ihrer Katze bei, wie sie freiwillig ihre Nase in die Maske legt.